In Managua, der Hauptstadt von Nicaragua, gingen am Montag erneut tausende Menschen auf die Straßen und forderten den Rücktritt von Präsident Daniel Ortega sowie Gerechtigkeit für die bisher bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getöteten Studenten. Seit April halten die zum Teil gewalttätigen Proteste in dem Land an. Hier die Stimme von einem der Demonstranten am Montag in Managua. Seine Zeit ist abgelaufen, Präsident Ortega muss weg. Die Mehrheit der Menschen fordert seinen Rücktritt und will, dass die Unterdrückung aufhört. Nicaragua hat sich entschieden, Nicaragua ist frei. Die Straßen gehören den Menschen von Nicaragua. Wir haben keine Angst vor diesen Mördern, denn Menschen, die sich zusammenschließen, können niemals besiegt werden. Der nicaraguanische Präsident Ortega hat hingegen jegliche Verantwortung für die Todesopfer bei den Unruhen der vergangenen Monate zurückgewiesen. Die Krise begann mit einer geplanten Sozialreform. Doch nach Protesten nahm Ortega die Reform zurück. Regierungsnahe Truppen gingen aber weiterhin gegen die Demonstranten vor. Daraufhin eskalierte die Situation. Menschenrechtsorganisationen sprechen von bisher mehr als 350 Toten im Zusammenhang mit den Unruhen.